Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und wir schauen uns heute mal ein paar Animationen an, die man vermutlich eher selten zu Gesicht bekommen wird, nämlich Interaktion zwischen Flugsauriern und Landdinosauriern. Da gibt es nämlich auch einige. Und ich versuche mal, heute so viele wie möglich auf Linse zu bekommen. Auf die Linse, sagt man das so? Auf jeden Fall für euch aufzunehmen und euch zu zeigen. Weil das ist natürlich manchmal gar nicht so einfach, diese Animation zu erzwingen. Weil die Dinosaurier halt auch so ein bisschen ihren eigenen Kopf haben. Das hier ist die erste Animation. Nämlich zwischen dem Tropiognathus und den Homalocephale. Sieht ziemlich cool aus. Der Tropiognathus stößt den um und dann beendet er sein Leid mit seinem Schnabel. Er benutzt den Schnabel so ein bisschen wie einen Hammer. Haut da schön auf den Kopf. Das ist schon ziemlich cool. Aber was krass ist, ich habe vorhin echt lange warten müssen, bis das passiert. Und jetzt tötet hier der Tropiognathus einen Homalocephale nach dem anderen. Ich würde das gerne mal aus der Sicht von dem Gejagten sehen. Ich glaube, er hier ist das nächste Ziel. Das sieht schon brutal aus, ne? Ist aber eine coole Animation. Kann man nicht anders sagen. Der hört hier gar nicht mehr auf. Der rottet hier wirklich die komplette Herde aus. Das ist echt krass. Oh, ich glaube, jetzt passiert schon die nächste Animation. Sieht zumindest gerade ein bisschen so aus. Das ist jetzt mal ein Ceratodactylus. Mal gucken, wie der so auf den Homalocephale reagiert. Oh, mit einer Rolle. Und piekst ihn dann mit dem Schnabel tot. Auch sehr coole Animation. Also der stürzt sich da wirklich mit voller Wucht drauf. Und er frisst ihn sogar mal. Der Tropiognathus hat die ja eigentlich immer nur so umgebracht, aus Spaß. Aber der Ceratodactylus frisst die wenigstens. Das ist doch mal ganz nett. Da sehen wir die Animation nochmal. Das sieht schon sehr cool aus. Aber der Ceratodactylus scheint wirklich nur zu töten, wenn er Hunger hat. Ich glaube, der Tropiognathus hat einfach alles getötet, was in seinem Territorium war. Weil jetzt geht er auch wieder nicht weiter jagen. Geht er erstmal was trinken und dann ein bisschen chillen. Ein letztes Mal noch. Diesmal aus Sicht des Opfers. Ist auch eine sehr coole Animation. Das sieht echt nice aus. Auch der kleine Dimorphodon kann anscheinend den Homalocephale umbringen. Hat auch eine etwas andere Animation. Der ist natürlich auch von der Körpergröße viel, viel kleiner als die anderen Flugsaurier. Aber das sieht schon cool aus. Auch hier gucken wir nochmal aus der Sicht der Beute. Lauf, kleiner Homalocephale. Keine Chance. Aber der Dimorphodon tötet auch einfach nur so. Nicht, weil er Hunger hat. Das war die nächste Animation zwischen dem Geosternbergia und dem Dryosaurus. Ich mache mal kurz Pause, das ist ja hier komplett wild, wie der fliegt. Ich würde das gerne mal aus Sicht von dem Dryo sehen. Welchen nimmt er sich? Den oder den? Ich glaube den hier. Okay, das sieht doch schon mal cool aus. Cooles Bild gerade. Auch eine krasse Animation. Schauen wir uns nochmal an. Jetzt nochmal aus der Sicht von dem Geosternbergia. Ich finde es immer sehr cool, wie die die zum Boden bringen. Das ist halt echt immer sehr gefährlich, auch für den Angreifer, ne? Also wenn sie da sich so draufstürzen auf die Beute.
Aber ist schon heftig. Ich liebe diese Animation. Also der Tapejara scheint sich nicht so wirklich an den Gallimimus hier ranzutrauen, aber er ist natürlich auch wesentlich kleiner, ne? Wäre, glaube ich, schwierig für diesen kleinen Tapejara, den riesen Galli da zu Boden zu bringen. Aber ich werde es noch ein bisschen beobachten und falls da noch irgendwas passiert, zeige ich es euch auf jeden Fall. Also der Gallimimus ist zu groß, aber an einen kleinen Humalocephale scheint er sich ranzuwagen. Sah auch sehr cool aus, die Animation. Er hat ihn so richtig mit seinem kurzen Schnabel in den Hals gepiekst. Da können wir es nochmal sehen. Aber ich glaube, an den Galli wird er sich nicht mehr ranwagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er einfach zu klein. Als nächstes probiere ich es mal mit dem Maradaptilus aus. Mal schauen, ob der groß genug ist, um so einen Galli zu Boden zu bringen. Da bin ich echt gespannt. Er hat auf jeden Fall ein echt krasses Gebiss. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, er geht gerade in Angriff. Hat hier auf jeden Fall die Verfolgung aufgenommen. Und er kann den Galli zu Boden bringen. War aber, glaube ich, die gleiche Animation wie bei dem Dryo vorhin. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, der Tapejara wird das vermutlich nicht können, weil er zu klein ist. Und andere Flugsaurier schon. Einmal gucken wir es uns noch an. Und das hier wird, glaube ich, die nächste Animation. Nämlich zwischen Velociraptor und Pteranodon. Diesmal gewinnt der Landsaurier mal. Auch sehr cool, wie er ihn aus der Luft gecatcht hat. Der macht auch wirklich kurzen Prozess, der Raptor. Ich finde diese Animation so unfassbar cool. Und als großes Finale schauen wir uns mal den Indoraptor an. Mal gucken, wie der so auf Flugsaurier reagiert. Ich glaube, der ist hier schon im Angriffsmodus gerade. Also der hat den ja mal mega cool aus der Luft geholt. Wir sehen es jetzt nochmal aus der Sicht von dem Flugsaurier. Die sind gerade schon dabei, die Animation zu finden. Das sieht immer ein bisschen seltsam aus. Sieht gerade auch eher so aus, als wenn der Flugsaurier den Indoraptor jagt. Aber gleich wird er vom Jäger zum Gejagten. Boah. Und weggeworfen. Ich finde das so cool. Vor allem, wie schnell diese Animationen auch gehen. Dadurch ist es natürlich viel, viel schwieriger, die auch mal dann zu Gesicht zu bekommen, wenn man das normal spielt. Aber ich nehme mir natürlich gerne die Zeit, das Ganze für euch zu beobachten und dann auf YouTube hochzuladen. So, ein letztes Mal schauen wir uns das jetzt nochmal gemeinsam an. Das ist wirklich eine richtig coole Animation. Ist, glaube ich, auch mit mein Favorit, muss ich sagen, von allen Animationen, die wir heute gesehen haben. Aber die waren alle richtig, richtig cool. Also es hat echt Spaß gemacht, auch wenn das Ganze natürlich ein bisschen für mich gedauert hat. Aber für euch werde ich es wieder kurz und knackig zusammenschneiden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.